Ahoi, liebe Messefreunde, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. 16 Hallen, ein riesiges Freigelände, insgesamt 250.000 Quadratmeter, 778 Aussteller aus der ganzen Welt in diesem Jahr. Mehr Aussteller, mehr Vielfalt und noch mehr Themen. Das könnt ihr auf dem Caravan Salon 2024 erleben. Und wir starten gleich unseren Kompaktrundgang, und zwar nach unserem Intro. Wir starten wie immer in Halle 1, dort findet ihr alles von Knaus Tappert. Knaus zeigt auf dem Caravan Salon 2024 gleich drei Baureihen in der neuen Ausführung Platinum Selection. Ins Bad seiner Caravans und Reisungen stellt Knaus auch seine neu entwickelte Cleanfex-Toilette zur Auswahl. Sie kommt ohne Chemie aus, da die Hinterlassenschaften in Folienbeuteln eingeschweißt werden und den Müll entsorgt werden. Auch in Halle 1 findet ihr Ventura auf Ford Transit-Basis. Weiter geht's in Halle 3. Eine ganze Halle rund um das Thema Equipment und Outdoor. Dort findet ihr die großen Messestände von Camping Wagner, Berger, Silvi, Raimo und Co. Highlights präsentieren euch Outwell, der dänische Vorzeit- und Campingzubehör-Spezialist Comworks für präzise Füllstandsanzeigen oder auch DVD-Zelte mit ihren aufblasbaren Luftschläuchen. In Halle 4 präsentiert euch Taba die neue Casadora-Baureihe, den Nachfolger der Da Vinci-Modelle. Ebenso in Halle 4 stellt euch auch Weinsberg ihren Offroad-tauglichen Expedition 600 MQ auf Mercedes-Sprinter-Basis vor. Aber auch dort ist diese unsägliche Cleanflex-Toilette verbaut. Schaut's euch einfach mal selbst an. Weg von Bekalienabfälle hin zur Premium Halle 5. Dort erwartet euch bei Concord Reisemobil die neue Cruiser Daily Baureihe auf der neuen Iveco Daily. Aber auch Morelo findet ihr die neue Baureihe Loft Premium. Bei Phoenix findet ihr den neuen Mediliner 7000G. Und bei Variomobil das 18 Tonnen Luxusmodell Perfect 1000 Premium Klasse, die für sich selbst spricht. In Halle 6 findet ihr bei der Hümer-Gruppe gleich mehrere Premieren. Niesmann und Bischoff präsentiert euch die Arto-Baureihe auf Mercedes-Benz Sprinter-Chassis. Bürstner präsentiert gleich 6 neue TI-Reisemobile. Carrado erweitert mit dem CV602 seine Kastenwagen-Ausbauten. Und die Marke Eribar hat den Eribar K602 auf VW Crafter-Basis angekündigt. In Halle 7a findet ihr wie gewohnt Detlefs mit extrem vielen Preisersparnissen. Sehen könnt ihr dort unter anderem den Globetrail 640 HR mit höhenverstellten Hubbett im Heck und auf VW Crafter Basis kommt der Performance 4x4 als erstes Allradreisemobil von Detlefs auf den Caravan Salon. Gleich nebenan in der Halle 7 findet ihr alles zum Thema Travel und Nature. Auf der großen Travel und Nature Connect Bühne erwarten euch spannende Vorträge. Und könnt ihr am 31.08. um 16.30 Uhr oder am 1.09. 12.30 Uhr erleben. Wir würden uns freuen, euch dort begrüßen zu können. Neben Vorträgen findet ihr aber in Halle 7 auch viele Reiseziele oder auch Anbieter wie Park for Night oder Landvergnügen. Weiter geht's in Halle 9, der Hobbythek. Neben Hobby findet ihr natürlich dort den ADAC, Fendt und Kabel. Kabel präsentiert euch den Novum 720T wiedermals auf Mercedes Sprinter Basis. Fendt gibt seiner Oberklasse Baureihe Diamant einen neuen Schliff. Und zudem ergänzt Fendt seine Bianca Aktiv Baureihe um ein weiteres Modell. In Halle 10 findet ihr die Trigano-Gruppe. Bei Sunliving wird in der Saison 2025 der Ford Transit als Basisfahrzeug ins Programm genommen. Adria bringt den neuen Twin Fresh mit nach Düsseldorf.
Bei Benima könnt ihr euch auf 3 neue Kastenwagenaufbauten freuen und Euromobil setzt mit der neuen Integra Line GT Baureihe den Grundstein für seine VI Oberklasse. Reisemobile halt auf Mercedes Sprinter Basis. Erstmals vertreten auf dem Caravan-Salon die Marke Greenlander. In Halle 11 findet ihr bei La Marca die chinesische Marke Campus Campervan von Zeig. Die spanische Marke Panama Van bringt uns gleich 2 kompakte Campingbusse nach Düsseldorf. Ebenfalls in Halle 11 findet ihr Rimor, Chausson oder Geordie Line und noch viel, vieles mehr. Und natürlich auch die Fahrzeuge von Dedel. Viele chinesische Fahrzeuge sind mitgebracht worden und die könnt ihr euch in Halle 11 anschauen. Auf geht's in die Pösselhalle oder einfach nur Halle 12 genannt. Dort findet ihr den Roadster X mit Allradantrieb. Wird gerade für euch richtig schön gewienert und gebohnert. Oder bei Clever auch genannt Aventuro 600. Bei Affinity präsentiert euch seine Freedom-Reihe und auch sein Infinity 3. Und Vanex zeigt euch 2 neue Campingbusse auf Basis auf Ford Tournee. Die nächsten beiden Hallen, 13 und 14, stehen ganz im Zeichen der Technology und Components. Hier haben die Hersteller von technischen Zubehör ihren großen Auftritt. Hier findet ihr Profi-Ausrüstung wie Wasseraufbereitungssysteme, Klimatechnik, Industriebatterien und vieles mehr. Megasat bringt 3 neue Produkte mit nach Düsseldorf. Webasto zeigt die AirTop Pro 25, die neue Standheizung produziert Warmluft mit maximal 2,5 Kilowatt aus Dieselbenzin oder HVO. Wer nach der Perfect Fan sucht, sollte in Halle 13 fündig werden. Wer es bis hier geschafft hat, alle Achtung! 3 Hallen warten noch auf uns und jetzt schauen wir in Halle 15. In Halle 15, dort findet ihr den hessischen Ausbau Raimo Van Concept mit 2 Neuheiten. Rhöncamp präsentiert euch das Allrad-Reisemobil Renegade, Rocket Camper sowie Robeta, aber auch Hannes Camper. All diese Marken findet ihr in Halle 15. Nicht zu vergessen, Westfalia, Karmann und La Strada zeigt euch auf dem Caravan-Salon seinen neuen Regent E. So, den muss ich jetzt natürlich nur finden. In Halle 16 könnt ihr euch den neuen Malibu Genius 641 LE anschauen. Der erste Malibu-Van auf Sprinter-Basis. Ebenfalls auf Mercedes-Basis stellt Carthago den C2 Tourer auf der Messe vor. Weiterhin in Halle 16 findet ihr Marken wie Rapido, Dreama. Auch die Stellantis-Gruppe stellt ihre neuen Varianten des Ducatos, Boxers, Movano oder Jumpers vor. Der neue Volkswagen California soll sein Urahn als Ikone der Camperbewegung nacheifern. Letzte Halle, bevor es da draußen geht, ist die Halle 17 mit der Pilotengruppe. Der neue Now 7.L von Franke wird euch genauso vorgestellt wie der Yukon V-City und überarbeitete Modelle von Joachim. Im Außenbereich findet ihr unter anderem jetzt die Starterwelt und vor allem die vielfältigen Gastrobereiche. Zu den Hauptstoßzeiten gegen 13 Uhr müsst ihr aber mit langen Warteschlangen rechnen. Plant eure Pausen daher besser früher oder später ein. Ein riesen Außenweltbereich, also der perfekte Start in das Campingleben, das seht ihr hier in dem Außenbereich. Das war unser Kompakt-Rundgang vom Caravan-Salon 2024. Puh. Wir sind gute 2 Stunden hier gelaufen. Wir zeigen euch auch kurz ein Bild, wie viele Kilometer es gewesen sein könnten. Oder auch nicht, das weiß ich noch nicht, weil ich habe die App noch nicht angeschaut. Auf jeden Fall, ja, es ist ein Kompaktrundgang. Ihr müsst eh hier nach Düsseldorf kommen, um euch jedes einzelne Detail anschauen zu können. Nehmt euch auch bitte Zeit. 2 Tage sind hier eigentlich Minimum. Am einen Tag kann man viel schaffen, wenn man sehr, sehr sportlich ist. Aber empfehlen tun wir euch das auf jeden Fall, denn die Messe ist startklar. Jetzt fehlt nur noch ihr. Und wir freuen uns auf richtig tolle Messetage. Möchtest du noch was zum Schluss sagen? Nein. Dann sagen wir bis zum nächsten Mal auf unserem Kanal Kreuzfahrtcamper. Wollte ich noch was sagen? Nein. Tschüssi, bleibt gesund. Bye, bye. Tschüss.